Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video auf meinem Kanal. Heute gibt es eine Runde LOL. Wir sind als Support Rakan unterwegs und haben an sich als Team-Kombo, und da geht auch direkt einer offline, das ist schon mal gut. Als Team-Kombo haben wir unten Nila, in der Mitte Zed, in dem Jungle Warwick und oben eigentlich Renekton. Aber Zed ist er wieder da? Ich glaube, das ist immer noch AFK. Aber ja, auf jeden Fall gibt es jetzt hier die Highlights aus diesem Match und deswegen schon mal viel Spaß. Kriegt erstmal voll die Hits ab. Auch nicht schlecht. Er geht auch voll rein. Bleib halt mal ein bisschen auf Range, junger Mann. Ich bin ja nur poke-mäßig ein bisschen da. Kann ich ihn nicht mehr killen. Ja. Ja, hat schon mal sehr gut funktioniert mit dem ersten Death. Ich gehe ja immer rein als Support, um ein bisschen zu poken, dass er aber komplett nah läuft, weil Nila ist eher ein Melee, man sieht es jetzt, muss ziemlich nah dran. Und Yuumi und Aphelios, die wir als Gegner haben. Aphelios ist natürlich in Range und kann die ganze Zeit poken. Aber wenn wir später einmal die Combo haben sollten, sollte das eigentlich ganz gut funktionieren. Warwick stirbt direkt Mitte. Aphelios hat halt den Impact auf einmal, sag ich mal. So, das Problem ist jetzt, hier sieht man's. Nila hat zwar. Ja, okay. Jetzt flasht sie. So, und jetzt kann Aphelios einfach hinterher rennen. Und das ist das Ding. Warum geht sie rein? Sie wird Level 3 und springt instant rein, aber Yuumi kann heilen. Aphelios hat viel mehr Damage. So, und jetzt ist er noch weiter hinten dran. Ich verstehe es nicht. So, Nila ist da. Jetzt hat sie ihr W aktiviert. Total unnötig. So, jetzt ist es schon wieder down. Das hat jetzt einigermaßen gut funktioniert. Aber WW weiß wenigstens, wann man rausgeht. Anscheinend. Und somit haben wir haben leider selber den Kill gegrabt. Der hätte ich vielleicht nicht klicken sollen, aber wenigstens Kill mitgenommen. Nehmen wir. Und der geht immer noch rein. Und jetzt ist er tot. Jetzt tauntet er ihn. Nee! Ah, jetzt ist er tot. What the fuck? Ach Leute, ey. Wirklich. Das gewinnen wir nicht. Ach ja, das sind die Schattenseiten von LOL. Zum einen hat man einen nicht so guten ADC, dann eine Toplane, die ganze Zeit stirbt, 0-4. Warwick versucht das Ganze so ein bisschen zu retten, da ist vielleicht spät unsere kleine Hoffnung. Und ich will ja auch nicht sagen, dass ich alles richtig mache, aber die Nila springt rein und so weiter. Die treffen mich noch nicht mal. So. Jetzt haben wir es nur gepackt. Wegen meinem Exhaust, wegen meiner Ult und wegen meinem W. Also wirklich Schaden, glaube ich, hat sie jetzt nicht gemacht. Mit ihren nicht vorhandenen Damage-Items. Ah, schön. Och, und wieder. Ja,
Game ist vorbei, weil Top nur feedet. Rennington rennt nur noch rein. Ich komme nicht hin. So, ich habe wenigstens den... Set ist halt Level 11. Der hat halt jetzt 4-1. Easy könnte die alle killen. Easy. Und an denen müssen wir uns jetzt so ein bisschen halten. What the fuck? Ich habe die beide noch mit der W gekillt. Jetzt müssen wir mit Set direkt wieder runter. Sieht uns auch nicht. Das muss jetzt eigentlich ein Kill sein. Er ultet mich. Er ultet mich. Ach Gott, wir sterben trotzdem alle. What the fuck, Alter. Der nimmt den Supporter raus mit der Ult. Und wir sterben trotzdem alle. Aber es ist tatsächlich winnable, weil der einzigste von denen, der wirklich gefährlich wird, oder ist Ramos und Morde. Aber nur, wenn sie halt im Team fighten. Und das meine ich. Genauso muss Set jedes Mal Aphelios rausnehmen. Und dann haben wir's. Lass mich doch springen! Lass mich doch springen! Meine Güte. Er rennt einfach weg. Hätte er mich springen lassen, hätte ich überlebt. 1000%. Ich würde sagen, das könnte ausgehen. Es geht auch gut aus, weil Z einfach viel zu viel Damage macht. Also, der Kampf ist gut verlaufen. Ich konnte meine letzte W noch reinkriegen. Und die Ult auch. Exhaust habe ich leider komplett vergessen jetzt. Aber alles gut. Z hat schon wieder Kills gekriegt. Und das ist jetzt halt unser Plan. Wenn wir leider einen Feeder haben und nicht so guten ADC... muss ich halt einfach als Support hoffen, einen Mid-Champ zu haben oder einen Jungler, der halt völlig abgeht. Set ist so gefeedet, der ultet einmal ein und das passt. Lass mich nicht springen. Nehmen wir mal Exhaust. Sicherheitshalber. Was macht er denn? Jetzt habe ich nicht drauf geguckt. Ramos macht das jetzt sehr schlau, hält uns die ganze Zeit vom Drake ab. Das ist halt einfach ein Doppelkill. Ja. Not able to play Harry. Okay, das war's. If you focus on playing instead of typing, we can win. Oh, Ramos schreibt, man soll den ADC reporten, der das aber an sich gut gemacht hat. Also Botlane hat gut gespielt, weil natürlich unsere Nila auch kacke war. Und ich vielleicht nicht so den Input kriegen konnte, den ich wollte. Ich habe insgesamt 12 Assists, bei weitem die meisten im Team. Ich
Imagine. Also, so kacke das Game wirklich angefangen hat, und so sehr ich mich aufgeregt habe, haben wir es jetzt wenigstens noch gerettet. Und gewinnendes Game, tatsächlich. Boah, das reicht als erste Folge. Ich bin, obwohl wir gewonnen haben, war das einfach, wie soll ich sagen, es war sehr reizvoll. Aber danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.